Mahlzeit, hier ist wieder der Schattennase weiß mit dem nächsten Was wollen wir trinken Video. Heute habe ich wieder einen Energy Drink von Feinkost Albrecht. Und zwar diesmal die Watermelon Bomb, also die Wassermelonenbombe. Also die scheinen bei Aldi recht exklusiv zu sein mit ihren Namen. Aber die anderen beiden waren ja bis jetzt ziemlich lecker. Da habe ich mir gedacht, probierst du den dritten auch mal, den die hatten aus der Serie. Oh, der riecht auch schön wassermelonisch. Nicht, dass ich jetzt ein großer Fan von Wassermelone bin, aber der Geruch ist auf jeden Fall schon mal da. Und das ist ein Energy Drink, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Wassermelonengeschmack mit Zusatz von Vitaminen. Fruchtgehalt 5%, 4,5% Apfel und 0,5% Wassermelone. Watermelon Bomb. Zutaten: Wasser, Zucker, Apfelsaftkonzentrat, Kohlensäure, Taurin, Säurungsmittel, Zitronensäure, färbendes Konzentrat aus Karotte, Wassermelonensaftkonzentrat. Und sollten nicht eigentlich die Zutaten in der Reihenfolge der Häufigkeit da draufstehen? Das wundert mich jetzt, dass da, weil der Taurin steht vor dem Wassermelonensaftkonzentrat und da sollen ja 0,5% Wassermelone drin sein. Und 0,2% Taurin sind da drin. Ah, okay, ja, klar. Das ist aus Wasser. Auf der Zutatenliste steht Wassermelonensaftkonzentrat und nicht Wassermelonensaft. Also wird das wahrscheinlich weniger als 0,2% Konzentrat sein für die 0,5% Wassermelone. Koffein ist da auch noch drin. Aroma, Niacin, Pantoensäure, Vitamin B6, Vitamin B12. Als Stabilisator ist ja wieder der bekannte Glycerin-Ester aus Wurzelharz drin und modifizierte Stärke und sollte wieder nicht von schwangeren Kindern getrunken werden. Wie gesagt, ich habe jetzt ja schon mal gerochen, bevor ich die Zutatenliste gelesen habe. Es riecht sehr wassermelonisch. Und der Wassermelone-Geschmack ist auch da. Also, auch wenn ich jetzt kein Fan von Wassermelone bin, die Sachen von Aldi halten tatsächlich das, was sie versprechen. Und das ist gut. Ich habe auch jetzt wieder nicht darauf geguckt, wie teuer die Sachen sind. Aber ich muss echt sagen, ich bin sehr positiv überrascht von den Aldi Energy Drinks. Sehr positiv überrascht. Also wie gesagt, die Getränke von Aldi sind für mich definitiv ein Grund, da öfter mal wieder hinzufahren. Weil die sind ganz klar besser als die von Lidl, muss ich jetzt mal einfach so gestehen. Ich meine, bei Lidl habe ich den Vorteil, da kriege ich Pepsi und Mirinda. Ich habe jetzt die River Cola von Aldi noch nicht getrunken. Und ich habe mich heute gefragt, als ich da River Cola gelesen habe, ob das nicht früher mal Topstar Cola hieß. Ich meine, das hieß früher mal Topstar Cola und die fand ich widerlich. Aber zu Colas wollte ich eh, sobald Corona vorbei ist, mal ein größeres Video machen. Deswegen spare ich mir das auch jetzt mal, die Cola zu probieren. Aber der Energy Drink, der dritte, die Wassermelonenbombe, kriegt von mir wieder einen seitwärts Daumen hoch. Nee, die kriegt tatsächlich einen ganzen Daumen hoch. Weil, auch wenn ich keine Wassermelone mag, es ist ein guter Wassermelonengeschmack. Und da schütte ich mir auch gerne noch mal ein Glas voll, auch wenn ich kein Fan von Wassermelone bin. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Wassermelone-Energy-Drink besser schmeckt. Ich habe mit Sicherheit auch schon welche getrunken und definitiv keiner von denen hat besser geschmeckt. Also definitiv Daumen hoch für Aldi. Und wenn ihr Energy-Drinks mögt, probiert die einfach mal aus. Ich gehe mal davon aus, dass die nicht so extrem teuer sind und ich finde, das lohnt sich. Und jetzt kommt wieder mein üblicher Spruch. Ich hoffe, das Video gucken hat sich für euch auch gelohnt. Gerne einen Daumen hoch, Daumen runter ist kein Beinbruch, aber schreibt dann bitte in die Kommentare, warum euch das Video nicht gefallen hat. Vielleicht
schaffe ich es ja, mich zu ändern, vielleicht aber auch nicht. Und ich sage dann wie immer, vielen Dank fürs Zugucken und bis beim nächsten Mal.